Hallo ihr da draußen, heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir und zwar ist heute mein Abiball und wie ich euch ja schon gesagt habe, werde ich ein Get Ready With Me über mein Abiball mit euch drehen, für euch drehen, was weiß ich und ich bin etwas durcheinander, weil ich richtig Kopfschmerzen habe und nur noch 2 Stunden, um mich komplett fertig zu machen und dahin gefahren zu sein, also nicht mehr wirklich viel Zeit, wie ihr versteht, weil ich muss noch meine Nägel lackieren. Und ja, geil, weil die beim Friseur 1 Stunde länger als gedacht gebraucht haben. Ja, ich war schon beim Friseur und irgendwie ist es nicht so genau, wie ich es wollte. Okay, ich gehe mal ein Stück hoch. Aber ich zeige dir euch gleich noch richtig. Es ist nicht genau, wie ich sie wollte, deswegen aber... Ne, würde ich jemals sagen, das ist nicht so, wie ich es wollte? Nein! Aber eigentlich wäre das eine richtig gute Möglichkeit gewesen, das zu üben, weil ich habe das ja in meinem 18 Dinge, die ich in 18 Jahren gelernt habe, Video gesagt. Aber, na, das habe ich nicht, weil auch noch links neben mir jemand aus meiner Stufe saß und rechts neben mir jemand aus meiner Stufe saß und kurz vorher saß links neben mir noch jemand anders aus meiner Stufe, weil irgendwie alle aus meiner Stufe da waren. Und, ich sitze total unbequem. Auf jeden Fall wollte ich jetzt mit euch mein Make-up machen und das Make-up wird wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich habe vergessen, meine falschen Wimpern zu kaufen. Ich habe alles eigentlich vergessen, deswegen ist es gut, aber ich fange erstmal an. So. Ja, ich will eigentlich gar nicht reden. So, mach es einfach so.
letzte Teil mit meinem Make-up. Und falls ihr euch gewundert habt, was ich die ganze Zeit mitgesungen habe, wie so eine Irre, weil ihr es nicht hören werdet. Es war... Ich kann es euch einmal zeigen, weil das ist perfekt. Es war das neue Album von Todrick Hall, Straight Outta Oz. Und ich wünschte, ich wäre jetzt in Amerika und könnte mir diese verkackte Tour ansehen, weil ich liebe seine Lieder und die sind perfekt. Also kauft euch das Album auf iTunes und oder hört es euch einfach an. Er hat das als Video, also als ganzen Film, der geht eine Stunde, aber es geht schneller um und als einzeln. Und ja, guckt euch das an und ich mache jetzt, glaube ich, gleich weiter mit meinem Kleid und allem anderen und zeige euch dann den Rest.